Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rise to Ruins. Was gibt's denn heute zu den Ruins? Heute servieren wir Reis to den Ruins. So, jetzt schauen wir mal. Der eine Ballistenturm muss jetzt alle Zombies ganz alleine töten. Ich verlasse mich auf dich. Yep, der Pfeil hat gerade so gut wie keinen Schaden gemacht. Naja, mein Gott, er hilft, ne? Was soll er sonst machen? Er ist jetzt auch keine Ein-Mann-Armee, dieser Turm. Er ist schon ziemlich eine Ein-Mann-Armee, doch, doch. Aber er ist jetzt auch nicht Rambo. Aber hey, ist der Rambo oder was? Crazy, voll gut. So ein Turm hilft. Okay, beim nächsten Mal erst einen Turm bauen. Sollen die Leute verhungern? Sollen sie erfrieren? Ist mir alles wurscht. Als erstes bauen wir einen Turm beim nächsten Mal. Bei der nächsten Map. Ersten Turm, vorm Haupthaus. Ich glaube, das geht nicht. Nein, man braucht hier doch mindestens die Standardabbaugebäude und so weiter. Aber doch, doch, ein Turm ist eine gute Idee. Ein Turm hilft nämlich schon sehr. Wer weiß, ob wir die erste Nacht nicht sogar überstanden hätten, hätten wir einen anständigen Turm gehabt. Der hält nämlich doch gegen eine Handvoll Monster gut durch und macht auch noch Schaden. Und die Lydia Montenegro, die gerade Munition geliefert hat, hat gleich noch ein bisschen mitgeboxt. Voll gut. So, was ist denn mit dem Schleim? Ah ja, die sind schon hier. Da sollte ich vielleicht selber mit magischen Projektilen ein bisschen eingreifen. So, leider ist mein Mana jetzt erstmal leer. Weil ich versuche ein bisschen was aufzusaugen. Hier bei den toten Monstern beim Turm dürfte auch ein bisschen was liegen. Nicht viel, aber es dürfte reichen, damit ich dem Zombie jetzt hier wenigstens den Rest gebe. Wir haben zwar ja immer noch viel Schleims, aber gut. Die sind jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so tragisch. Die werden jetzt die Baustelle nicht gleich kaputt machen. Und ich hoffe, dass sich bis dahin mein Mana wieder hoch genug auflädt. Oh, es wäre schon gut, wenn jemand kämpfen könnte. Hier sind schon viele Schleims jetzt auf einmal, verdammt. Ein Schleim weniger. Irgendwo habe ich angeblich 50 Energie gespeichert, aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, 50 Energie ist gar nichts, oder? Aber wo ist denn die 50 Energie wenigstens? Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen? Ich dachte, das ist hier in der Burning-Anlage, in der Müllverbrennungsanlage. Verzeihung. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Oh yeah, burn Slime, burn. Ein Schleim weniger. Jetzt haben wir nur noch da oben einen, der nervt. Wie sieht es beim Turm aus? Akzeptabel. Oh, der wird aber ganz schön belagert. Lass mich raten, keine Munition mehr. Und keiner, der nachfüllt, weil hier auch keine Munition mehr ist. Hier ist ein bisschen Munition. Aber wir haben hier eine Müllschleim-Problematik. Verdammt. Aber wir haben hier Pfeil- und Bogenschütze und einen mutigen Kämpfer. Könnte sich jemand um den Turm kümmern? Es wäre so ärgerlich, wenn wir den Turm verlieren würden. Da würde ich mich leicht ärgern. Sogar mittelschwer. Bis dramatisch würde ich mich ärgern. Lohnt es sich, einen Golem zu beschwören da oben? Na, die schaffen das nicht mehr. Der Turm ist leider weg vom Fenster. Und dann haben wir ein Problem, nämlich. Ich habe reingemagickt, was geht, aber wir werden so überrannt. Aber ein Turm ist schon eine sehr große Hilfe. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Turm gehabt hätten, der den ersten deckt, und hätte ich hier nicht so viele nutzlose Gebäude am Anfang gebaut, wäre das sogar möglich gewesen. Wer weiß, dann wäre die erste Nacht wahrscheinlich deutlich besser gelaufen. Aber so ist es halt problematisch. Ja, wenigstens ein Zombie weniger. Wenn die Leute doch nur kämpfen würden. Kämpft, meine mutigen Mungos.
kämpft, wie ihr noch nie zuvor gekämpft habt. Eine Baustelle kostet eigentlich gar keine Ressourcen, oder? Aber trotzdem ist das ein Ziel, das Monster angreifen. Oder? Nein, es wird erst zu einem Ziel, sobald es Lebensenergie hat. Oh Mann, die Nacht ist gerade mal ungefähr 2/3 rum. Und 1/3 Cola. Das ist echt schlecht. Verdammt. Ich kann auch nur so und so viel Monster wegblitzdingsbumsen. Das ist echt nicht gut. Hey, ist das ein Dogo? Wilder Dogo, rette unser Dorf. Und du kriegst ein eigenes Haus. Ich meine kein Dogo-Haus, ein Haus. Ich schmeiß hier 4 Leute raus, 12 wenn es sein muss. Du kriegst das Haus für dich ganz alleine, wenn du die Monster killst. Deal? Scheinbar nicht. Schade, wilder Dogo. Schade. Ich weiß nicht genau. Jetzt muss ich mal gucken fürs nächste Mal. Theoretisch. Vielleicht. Oh mein Gott. What? Spinnen die? Okay. Wachen. Eine Kaserne. Wie teuer ist eine Kaserne? Eine Kaserne ist teuer. Doch, ist teuer. Wäre aber theoretisch kein sehr, sehr aufwendiges Gebäude. Nur Holz und Steine. Könnte man relativ früh machen. Und dann könnten wir Wachen einstellen. Das Problem ist aber nur, wir haben gar keine Waffen von Anfang an. Ne? Und um Waffen herzustellen, brauchen wir erst richtige Herstellungsdinger. Wie zum Beispiel... Oh, ist schon wieder Erdbeben. Irgendwas wurde zerstört. Wie zum Beispiel... den Werkzeugschmied. Und der ist schon wieder ziemlich sophisticated. Also, zu Deutsch, wie sagt man? Aufwendig, vielleicht. Heimmann. Ja, ich versuche gerade. Nein! Kate Beckett wurde umgebracht. Wo fliegt es denn hin? Tons of resource on the ground are starting to... Ach so. Ressourcen, die am Boden liegen bleiben, werden auch zu Müll. Ich dachte, Müll entsteht, während man abbaut. Aber wenn Ressourcen zu lange liegen bleiben, werden die auch Müll. Alles klar. Du. Aber hey, wenigstens nicht die positive Stimmung verlieren hier. Die Musik ist fröhlich. Ich mach mal ein tragischeres Musikstück an. Winter is near. Ist nahe. Nee, lieber irgendwas ein bisschen mehr. Frühling. 4. Tag. Vielleicht gehen die jetzt nach Hause. Gloom. Gloom klingt doch so, als würde gleich hier alles Game Over gehen. Nein, die gehen nicht nach Hause. Geht doch heim. Es ist Tag. Kommt, jetzt gibt's eine Ladung Magic Balls. Verderbnis verwandelt Kates Leichnam in ein Zombie-Kind. Ah, da habe ich doch das richtige Musikstück ausgewählt dafür. Vielleicht sind die Zombies glücklich. Vielleicht ist es wie in I Am Legend. Ich meine aber dem Original, dem Buch. Beziehungsweise auch dem alternativen Ende, nicht dem Film, wie er geworden ist. Die haben das Ende in dem Film echt verkackt. Wisst ihr, was das Originalende ist? So ungefähr so viel cooler. Weil im Originalende erkennt der Wissenschaftler-Kerl, der die ganze Zeit gegen diese Zombie-Vampir-Monster kämpft und die entführt und Experimente an denen durchführt und so weiter, dass in Wirklichkeit die ganze Menschheit in diesen neuen Zombie-Vampir-Modus gegangen ist und eigentlich glücklich lebt. Die sind eine neue Evolutionsstufe. Die leben ihr Leben. Die machen auch nichts Schlimmes eigentlich, ne? Nur er. Er entführt die dauernd, er macht Fallen, er quält die, er macht Experimente und dann wird ihm bewusst, dass er eigentlich das Problem ist, nicht die. Die haben sich nur in was anderes entwickelt und leben so vor sich hin. Aber er ist der, der die ganze Zeit Trouble macht. Und dann bringt er sich um. Und das ist ein cooles Ende für diesen Film. Und so ist es hier vielleicht auch.
Wir sind die Menschen, die hier Ärger machen, die Umwelt zerstören und was weiß ich was. Die Zombies, die leben da oben auf ihrem Friedhof und denen geht's scheinbar gut. Die machen auch nichts Böses oder so. Es gefällt mir halt nicht, ne? Die machen halt ästhetisch unschöne Sachen. Warte mal, ich kann einfach so ein neues Lager errichten? Ich dachte ehrlich gesagt, ich bin Game Over, wenn das Lager jetzt kaputt geht. Wie bin ich denn dann Game Over, wenn alle Menschen sterben oder was ist los? Könnte ich jetzt zum Beispiel schnell eine Migrationsstation errichten, theoretisch, und dann alle von hier in ein anderes Gebiet schicken? Würde das gehen? Jetzt schauen wir mal, was passiert, ne? Ich bin gespannt, ob irgendwann der Punkt kommt, wo das Spiel sagt, so, jetzt bist du aber Game Over. Jetzt ist Schluss. So lange werde ich noch durchhalten. Vielleicht schaffen wir den vierten Tag noch irgendwie. Vielleicht kriege ich genug Erfahrungspunkte für eine Schatzkiste im Hauptmenü. Es würde mich nämlich wirklich interessieren, was da drin ist. Vielleicht sind das echt coole Bonis, wie zum Beispiel hier ein Ritter. Ein super starker Ritter, den man von Anfang an. Ein unsterblicher heiliger Golem, der das Dorf bewacht. Oder auch einfach nur 100 Holz. Oder ich weiß es nicht, ein neuer Zauber. Irgendwas, ich habe keine Ahnung. Und das ist das Schöne dran. Ich finde, bei so Roguelikes darf man sich auch auf keinen Fall spoilen. Ich bin ja sowieso einer, das wisst ihr ja wahrscheinlich, der Spiele total gern blind spielt. So blind wie möglich. Egal welches Spiel es ist. Auch wenn man sich dann am Anfang immer doof anstellt, aber es macht mir einfach viel mehr Spaß, das zu entdecken. Die Merlin, meine Merlin, die spielt Spiele am liebsten mit Guide. Die hat meistens die, also wenn es ihr nicht das Geld zu schade wäre, sie muss ein Spiel schon sehr mögen, aber dann kauft sie sich den offiziellen Guide dazu und spielt das nach Guide und liest sich ganz viel durch und weiß alles sofort. Das macht ihr eher Spaß. Ich bin da ganz anders. Ich will das alles erkunden, erforschen und entdecken und möglichst nichts davon wissen. Keine Spoiler. Ihr seid so gemein, Zombies. Wieso vernichtet ihr denn mein Dorf? Hey, aber Leute, ich hätte echt, damit ich die abwehren kann, in der Nacht jetzt eine deutlich, extrem deutlich bessere Verteidigung gebraucht. Hätte ich hier schon zwei Mauern gehabt, die Zombies dazu zwingen, hier so durchzulaufen und hier zwei Türme. Das hätte ich für realistisch gehalten, aber nur, wenn ich schon sehr viel Munition auf der hohen Kante gehabt hätte. Muss man auch dazu sagen. Gehen die jetzt nach Hause? Ach, jetzt geht ihr nach Hause, oder wie? Arschloch. Ach ja. Na, dann fangen wir mal von vorne an. Cool bleiben. Ganz cool bleiben. Aber im Endeffekt, ich muss mir das nochmal kurz anschauen. Verteidigungsturm. Der normale Bogenturm braucht... Der ist wirklich eigentlich schnell gebaut. Wenn ich mich da beeile, 12 Holz, 8 Steine, 2 Kristalle. Das heißt, ich brauche die 3 Grundversorgungsdinger ohne Weiterverarbeitung und fertig. Aber was brauche ich für den Bogenmacher? Holz und Stein könnte man sehr schnell machen. Bogenmacher und Standardtürme könnte man sehr schnell machen. Die 3 Sammelgebäude und dann schon sofort auf Verteidigung gehen. Das würde funktionieren. Die Frage ist, verhungern und verdursten meine Leute dann so lang? Man muss es mal ausprobieren, würde ich sagen. Hilft ja nichts. Ich würde sagen, wir kriegen jetzt ein massives Müllschleimproblem. Oder wir haben schon eins. Ist das noch ein Zombie? Oh, da ist noch ein Zombie und ein Schleim unterwegs. Ah, da unten ist auch noch Action. Naja, wie gesagt, ich schalte jetzt mal auf dreifache Geschwindigkeit, die maximale. Weil ich will jetzt eigentlich nur zuschauen, wie es zu Ende geht, aber auch gucken, wie lange wir noch durchhalten. Müllschleim. Elender kleiner Müllschleim.
Aber interessieren wird mich auch und das müssen wir bei Gelegenheit auch mal noch testen. Läuft eigentlich die Zeit weiter, wenn ich in anderen Gebieten spiele? Das wäre nämlich irgendwie schon eine Frage, weil sonst könnte ich ja in einem Gebiet, wo ich mir denke, okay, hier schaffe ich es nicht mehr, das ist quasi Game Over für mich, einfach rausgehen, eine andere Map machen und die spielen. Und wenn es da besser läuft, schicke ich irgendwie Migranten und Rohstoffe rüber in das Gebiet, wo es nicht gut läuft, damit ich die boosten kann. Das könnte theoretisch funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. So viel Wasser. Na, zumindest haben wir noch Wasser auf Vorrat hier rumliegen. Wird das auch zu Müll? Könnte schon sein, dass auch das Wasser zu Müll wird. Ach ja. Bringt es doch dann endlich zu Ende. Aber ich werde nicht kampflos untergehen. Ich nehme noch so viele von denen mit wie möglich. Kann es sein, dass der so gut wie unsterblich ist? Da, ta, 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 ta. Ach guck, hier unten reparieren die jetzt schon wieder. Ich habe viel zu viel Wassersammelstellen gebaut, auch am Anfang. Das hätte man auch besser optimieren können. Jetzt bringt es zu Ende, ist so langweilig hier, zu gucken, wie alles kaputt geht. Aber wie gesagt, ich will wirklich wissen, ob irgendwann ein Game-Over-Screen kommt, weil ich würde dann auch gern die Gebiete theoretisch neu starten können und so. Aber ich glaube, man kann Gebiete von der Hauptwelt aus resetten, wenn mich nicht alles täuscht. Na, das müssen wir alles investigieren. So viel, was wir investigieren müssen. Tja, das ist dann wohl kaputt, ne? So kann's gehen. Scheiße gelaufen. Oh yeah! Leider haben die schon wieder mein Lager vernichtet. Aber ich habe die vernichtet. Moment mal, kann ich mein Lager platzieren, wo ich will? Theoretisch könnte man das zu seinem Vorteil nutzen. Theoretisch, wenn das geht, könnte ich jetzt sagen, okay, da unten ist jetzt unser Militärposten oder das aufgegebene Dorf. Aber hier bauen wir jetzt ein neues Lager. Mit professorischen Regensammler, professorischer Farm. Ja, das Problem ist, dass jetzt meine Leute von hier unten die Rohstoffe hochtragen werden, ne? Oder die machen einfach gar nichts. Das ist auch eine Möglichkeit. Irgendwie. Oder so. Hä? Haupthaus so weit weg? What? Was hat er denn? Die Zufriedenheit ist nicht sehr hoch. Weißt du was, Tom Sean? Kann ich verstehen. Kann ich irgendwie verstehen. Komm schon, den vierten Tag schaffen wir noch. Es ist schon Mittag. Es ist schon Nachmittag. Ich meine, irgendwo muss es ja einen Punkt geben, wo das Spiel sagt, so, jetzt bist du Game Over. Vielleicht, wenn alle Leute tot sind oder so. Weil ansonsten könnte man ja einfach ewig weiterspielen. Ansonsten hätte man ja diese 48-Tage-Challenge leicht geschafft. Da schaltet man auf dreifache Geschwindigkeit abends, geht dann ins Bett und dann wacht man morgens auf und hat 100 Schatzkisten und Erfahrungspunkte. Das kann ja irgendwie nicht ganz Sinn der Sache sein. Naja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute mal Schluss. Morgen schauen wir dann zu, wie hier alles zugrunde geht. Und vielleicht haben wir auch noch die Zeit, dass wir gleich eine neue Map anfangen. Warum denn eigentlich nicht? Also ich denke, das dürfte sich ausgehen. Wir haben jetzt nur noch zwei Gebäude. Die werden aber hart umkämpft. Hier machen die Monster auf einmal kämpfen die, oder? Wenn es ums Lager und der Nahrung geht und was weiß ich was, dann sind die so, ach, muss ja nicht sein. Kann ja auch wer anders verteidigen. Aber wie jemand haut deren Häuser, dann werden sie auf einmal aggro. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.